Aha. So, vier noch. Oh. Zeigt seine Kraft. Geh halt ein. So, hier sind noch zwei. Moment. Ah, jetzt bekommen wir wirklich auch einiges an Loot hier in der Gegend. Das ist auch sehr schön. Wenn sagt, wenn wir dich auseinandernehmen, können wir dein Zeug behalten. Bitte mach, dass es aufhört. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Part. Ich bin hier immer noch am Rekruten, am Suchen. Wunderbar. Jetzt werde ich niemals dieses Gift bekommen. Das hat richtig wehgetan. Was ist los? Die Wirkung lässt nach. Zwei Stück, komm. Wir müssten hier spawnen. Bitte! Da. Schließe 25 Missionen ab, Level 9. Legenden, ja, alles. Baneflick Prügel. Zeigt seine Kraft. Bereit für den Kampf? Bane hat sich mit seinem letzten Giftvorrat im Cape Carmine Leuchtturm verkrochen. Benutze den oberen Eingang hinter dem Licht, um nach innen zu gelangen. Und mach die Stadt sicherer für Falcones Korruption und Ausbeutung. Ach übrigens, Killer Croc ist drinnen. Falcone bezahlt ihn, damit er Bane fertig macht. Obwohl jeder weiß, dass er es auch umsonst erledigen würde. Bitte mach, dass es aufhört. Grübel, jetzt hatte ich noch was. Moment, oh, Tresore. Tresor ist immer gut. Ich gehe mal eben in den Tresor. Geht das nicht? Auswählen. Oh Scheiße, wie kam ich nochmal in den Tresor? Ah. Szenario hinzufügen und dann Warteschlange betreten. Das ist eine Solo-Instanz. Kann man einmal am Tag machen, beziehungsweise man kann sich auch für echt Geld nochmal Tickets kaufen, dann kann man öfter rein. Es ist einfach nur so ein Spaß. Jokers Funhouse. Willkommen alle miteinander in Jokers Raum für Spaß, Vergnügen und Preise. Was wird es sein? Etwas, um deine Gegner platt zu machen? Oder bloß irgendein nutzloser Knöpfel? Wer weiß? Her mit dem Taster und probier dein Glück. Zerstöre die Geschenke und hol dir die Preise. Genau. Einfach nur so. Für, zum. Ja, looten. Und pharaonischer Kriegskopfschmuck. Na, hier ist nichts mehr. Und hier noch irgendwo ein Geschenk rum. Ah ja, ein kleines zum kaputt machen, aber da ist noch eins. Das war's, oder? Das war's, das Spiel ist raus. Weitergehen. Hier gibt's nichts zu sehen. Raus hier, bevor... Genau. Ah, gibt's immer schön random Loot. Apropos Loot. Inventar, wie schaut's aus? Voll. So, ein Anhänger. Schulterstücke. Sammelobjekt. Waffe haben wir nicht. Dann Technikhandschuhe. Erhöhen Energie und Präzision. Gesundheit und Präzision meine ich natürlich. Kopfbedeckung. Nehme ich kurz, um es zu sammeln, aber nehme dann meine bessere Hose wieder. Ja, Macht ist immer gut, wenn Macht höher kommt. Das ist nur ein Skill. Ah, das wird nur gesammelt, aber dann wieder getauscht. So. Achso, hier noch. Ah, ne.
Okay. Ah. Die Soda Colas habe ich ja noch. Kann ich eine, muss ich eine noch mit runter tun? Erscheinung, nein, Tagebuch, welche Dinge. Genau, die Warnmeldungen, das sind dann eben so Instanzen für bis zu 4 Spieler. Die würde ich dann mit Leuten aus der Community zusammen machen. Also verstecke ich die erstmal. Noch Eigenschaften. Ah, noch ein Fertigkeitspunkt, sehr gut. War mir klar, dass du dabei bist. Achso. Muss mal hochklettern. Und die nächste Inni wartet auf uns. Yay! Ja. Ja. Hallo, Leuchtturmwärter. Mein Leuchtturm ist voll von diesem widerwärtigen Venom. Allein von dem Geruch wird mir ganz übel. Beseitige es und ich entschädige dich dafür. Sehr gut. Ich wollte jetzt noch was gucken. Karte, ja. Genau, im Dienst. Im Dienst ist nämlich ein Menü, das ist auch ganz toll, da, in dem man in die einzelnen Dinger eben, in die einzelnen Instanzen reinkommt. Hier sind wir zum Beispiel Agenten Trigons Gefängnis oder Waffenlage der Halle des Schreckens. Das sind Ereignisse, dann gibt es Einspieler-Dinger, dann gibt es Duos. Duos sind auch Instanzen halt eben für zwei. Eine Stufe ist dafür noch zu niedrig und Kampfwertung ist auch zu niedrig, ja klar. Dann hier Area 51, das ist die erste Warnmeldung. 8 Spieler Großeinsätze gibt es natürlich, Arenen-PvP und Legenden-PvP. Dafür habe ich mir zum Beispiel den Harley Quinn Exobit geholt. Hier für Berthöhle 1 gegen 1 oder 1 gegen 2 oder... gibt es halt verschiedene Legenden PvP, wo man halt eben, wie gesagt, Legenden, wie der Name schon sagt, übernimmt. Alles erstmal die Solo-Inni weiter. Der Leuchtturm. Triff dich mit Killer Croc. Dann tue ich das. Und hier Innis wieder überall gucken, dass man nicht Ambush Bug oder Kisten, Schatzkisten übersieht. Zerstöre die Wände. Tut mir nicht weh. Ja, ja, das sagen sie alle. Hey! Wunderbar. Jetzt werde ich niemals dieses Gift bekommen. Bam, 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 bam. Huch. Aufgemacht. Hier noch, nein, hier ist nichts mehr.
Hier hinten, nein, ist auch nichts mehr. Ob da nicht irgendwo ein Ambush-Bug steht? Nein, keiner. Geronimo! Brüder? Nee. Guckt eigentlich jemand aus dem Stream auch hier Rocket Beans? Beziehungsweise kennt deren Pen and Paper Format? Amaltiers, das war mit Zombies in der Zombie-Apokalypse. Und aktuell Beards, das spielen sie Wikinger. Und der Char von Nils, Geronimo Röder, ey, der König. Also es ist ja schon. Das Gift soll mich doch unbesiegbar machen. Klar, dass ich Fallout 4 Let's Playen werde. I let's play the shit out of the game. Und okay. Den Ton eventuell ein bisschen leiser. Das sagst du so leicht. Den Ingame-Ton? Was sagt er mir nach 3 Stunden? Einstellung. Audio, Effekt, Lautstärke. Sowas. Ja, Sprache kann man laut lassen, Filme kann man laut lassen. Filmuntertitel anzeigen, auch wenn die nichts mit dem Gesagten zu tun haben. So, dann balle ich mal und laber drüber, ist jetzt besser. Ich warte auf Info. Lalalala. Ich vergesse die Verabschiedung nicht, nein. Ja, besser, okay. Wo war ich genau? Geronimo Röder. Und da werde ich im Fallout Let's Play. Aha, da ist die Kiste. Deswegen, ihr habt mich ausgelacht, dass ich immer hochkletter und in die Ecken gucke. Und da ist da wirklich eine Schatzkiste. Ich kenne auch meine Dungeons. Und da werdet ihr mehr als nur eine Geronimo Röder Anspielung dann hören. All dieser Char, ey. Wenn Nils sie nicht erfunden hätte, müsste irgendjemand anders ihn erfinden. Schönen guten Tag, mein Name ist Geronimo Röder. Sie bluten. Darf ich sie bluten? Einfach nur göttlich, der Typ. Vor allem halt Nils insgesamt ist ja so drauf. Der ist ja so schmerzfrei. Bester Mann, ey, bester Mann. Hier noch was? Nein. Ja gut, 2 Schatzkisten nebeneinander. Selbst ich erwarte das nicht. Aber vielleicht setzen sie gerade deswegen 2 direkt nebeneinander. Zeigt seine Kraft. Wenn sagt, wenn wir dich auseinandernehmen, können wir dein Zeug behalten. Das hat richtig wehgetan. Was ist los? Das hat richtig wehgetan. Was ist los? Hey! Moment, das Gift soll mich doch unbesiegbar machen.